Und warum auch immer, man kann da sogar mit dem Auto drüber fahren. Und jetzt ist von euch natürlich die Frage, was willst du denn mit so einer Karte? Die Reduzierung des Ladestroms geht auch. Es geht 100% oder 50%. Welt seid mir gegrüßt, ich bin der Schwungvoll. Aus dem Randbezirk von Berlin an einem fantastischen Tag und seht mal, was ich euch mitgebracht habe. Den Juice Booster 3R aus dem Hause Juice Technology aus der Schweiz. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Ja, wir gucken uns heute mal den Juice Booster 3 an und ich habe hier auch noch eine kleine Überraschung im Video. Also bleibt dran. Wenn es euch interessiert, dann lasst uns mal eben über den Juice Booster reden. So, der Juice Booster 3R. Juice ist inzwischen eines der bekanntesten mobilen Ladegeräte, würde ich mal sagen. Und der Juice Booster 3R ist das neueste Gerät aus dem Haus. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal diese wunderhübsche Verpackung auf hier. Das ist übrigens die Tasche, die beim EU-Starter-Set für aktuell circa 1500 Euro knapp tatsächlich dabei ist. Also, was haben wir hier? Wir haben einen Adapter für Schuko. Hierzu muss man schon mal wissen, und das ist ganz wichtig, Juice Celsius nennt sich das ganze System. Steht hier auch drauf, Juice Celsius. Die beiden Adapter hier vorne, die Pins, die sind tatsächlich Wärme überprüft. Ja, ganz schwierige Wortgestaltung hier. Nein, die haben einen Hitzedetektor. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine fehlerhafte Verkabelung habt oder eine alte Verkabelung, dann reguliert der Juice Booster das automatisch runter, dass da nichts passiert, dass es nicht zum Schwelbrand kommt und so weiter. Wie gesagt, nennt sich Juice Celsius und er reguliert dann den Strom automatisch runter. Bei Überhitzung schaltet sich das System auch komplett ab und startet automatisch bis dreimal neu. Ja, ich finde eine ganz sinnige Geschichte, einfach auch zum Schutz von Haus und Hof. So, dann haben wir hier den Adapter auf CEE 16. Das ist die ja, 16 Ampere-Variante, damit kriegt ihr 11 kW aus Industriesteckdosen. Die hat tatsächlich inzwischen tatsächlich auch der ein oder andere in der Garage hängen. Ansonsten findet ihr tatsächlich auch in Werkstätten und es ist eigentlich nichts anderes als ein dreiphasiger Industrieanschluss hier, wo ihr zum Beispiel auch Drehmaschinen oder so weiter in Werkstätten dran anschließt. Ja, und damit kann man auch einen Juice Booster natürlich in Betrieb nehmen. Hier übrigens immer die Kupplung auf der anderen Seite. Alles schön recht handlich. Metall hier. Das ist diese Fliehkupplung. Und dann haben wir hier den Juice Booster selber. Upsassa. So, ich hole den mal hier raus. Und die Packung machen wir mal an die Seite. Und dann zeige ich euch das Ganze mal. Also, das ist der Gegenstecker. Hier kommen dann die Adapter ran. Das geht im Prinzip ganz schnell. Zurückziehen. So, und das. Klack. Da war das Klack. Ihr müsst auf das Klack achten. So, und dann ist das Ganze hier einsatzfähig, ne? Der Juice Booster selber, seht ihr, der ist richtig kompakt, ne? Da machen wir das ganz wissenschaftlich. So, also. Ich brauche den gar nicht so weit aufzuklappen. Wir haben eine Länge von 23 cm, ein Durchmesser von circa mit dem Gummi, aber nicht lügen, 6,5 cm und eine Kabellänge von ausreichend. Das Ding hier kommt ins Auto, Staubschutzkappe ist auch dabei. So, und was hier noch zu sehen ist, hier oben ist eine Taste. Die Taste könnt ihr über die App selber belegen. Standardmäßig ist sie so ausgestattet, dass ihr damit tatsächlich manuell den Ladestrom einstellen könnt, also die Amperehöhe. Jetzt muss ich das mal drehen, dass ihr das seht in der Kamera. Und die habt ihr hier von 0,
Er lädt nicht. 6 Ampere, 8, 10, 13, 16 Ampere. 16 Ampere sind dann dementsprechend 11 kW. Ja, wenn wir jetzt hier schon gerade dabei sind, wir können, auch hier ist die Taste übrigens nochmal vorhanden, wir können über die Taste zum Beispiel aber auch Sachen einstellen wie verschiedene Modi. Das steht hier dann drauf. Da habt ihr dann zum Beispiel den Standard France Mode. In Frankreich muss man wissen, da ist die Stromaufnahme gedeckelt. 10 Ampere, meine ich, sind das. Dann habt ihr hier noch Earth Check Off. Das braucht ihr zum Beispiel für Norwegen. Ne? Es gibt auch steht extra auch drauf, Norwegen. Ihr müsst die Taste übrigens für den Modus ändern, dann 3 Sekunden halten, dann könnt ihr den durchschalten. Und dementsprechend beachtet der dann nicht, dass die Erdung, die wir hier für den Norweger in Südeuropa, ich bin trotzdem Nordeuropäer, ist egal. Also alles südlich von Norwegen haben wir eine geerdete Steckdose, während es in Norwegen schon mal vorkommen kann, Stichwort Permafrostboden und so weiter, dass dort eine Erdung nicht vorhanden ist und da braucht man dann hier, damit man dort auch laden kann, dementsprechend die Möglichkeit, die Erdung abzuschalten. So, meine Lieben, und bevor die ersten Kritiker hier sich aus dem Gebüsch trauen, natürlich behält der Juice Booster 3R die Erdung. Es ist lediglich die Erdungsüberwachung, die in diesem Moment für eben solche Fälle wie Norwegen ausgeschaltet wird. Ne? Also hier haben Kritiker keine Chance. Ja, was kann das Gerät noch? Per Bluetooth, ich habe es eben schon ein bisschen angeteasert, könnt ihr eine App dann nutzen. Die App, das ist nochmal ein eigenes Video wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist sehr umfangreich. Da könnt ihr im Prinzip, ich will jetzt nicht zu viel sagen, da machen wir ein eigenes Video von. Aber ihr könnt sämtliche Einstellungen am Juice Booster vornehmen und ihr könnt dementsprechend auch zum Beispiel eure Ladehistorie und so weiter verfolgen und alles. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, warum ist dieses Gerät so teuer? Ja, und wer den Juice Booster noch nicht kennt, der fragt sich das zu Recht und das möchte ich jetzt mal aufklären. Also, zur einen Seite sind das natürlich so nutzvolle Erfindungen wie zum Beispiel die Temperaturüberwachung der Steckerpins hier, damit euch da nicht irgendwas in Flammen aufgeht. Das automatische Regulieren dann der Stromstärke, dass eben dementsprechend die wieder abkühlen können und das bis zu 3-mal automatisch wieder Starten des Ladevorgangs, wenn er mal abgeschaltet hat, aufgrund von Temperatur. Das ist so das eine. Das andere ist natürlich, das Ding ist maximal robust. Also, das ist ein sehr, sehr robustes Gehäuse. Tatsächlich IP67 wassergeschützt. Das heißt, das kann auch kurzzeitig tatsächlich mal, ins Wasser fallen oder so, ohne dass es da irgendwie was passiert. Und warum auch immer, man kann da sogar mit dem Auto drüber fahren. Das ist für Juice so eine Sache, dass, den Gag machen sie mal wieder. Wenn ihr dann aber in die Anleitung guckt, dann steht da drin, dass solche Dinge von der Haftung, also in Garantiefällen, ausgeschlossen sind. Also, das Ding dürft ihr nicht mit in den Ozean werfen und ihr dürft da eigentlich auch nicht drüber fahren. Sollte das mal passieren, müsst ihr aber keine Angst haben. Das ist definitiv dann geschützt und er geht nicht gleich kaputt. Bei dem Preis wäre es besonders ärgerlich. So, übrigens nochmal hier ein kleiner Funfact am Rande. Die Normung, die schreibt vor, dass so ein Gerät mit 500 Kilo belastet werden muss. Juice Booster hat das beim Juice Booster 3R so ein bisschen an die Spitze getrieben. Und auch zum Thema IP67 noch ein kleiner Funfact aus den Laboren von Juice. Nämlich, hier wird seit Wochen ein Juice Booster tatsächlich unter Wasser betrieben, um die IP67 Schussfähigkeit zu zeigen. Das toppt das Ganze natürlich, heißt aber jetzt nicht, dass ihr das unbedingt nachmachen solltet. Ja. Format, ihr seht es, es ist sehr kompakt, also ich würde sagen, wirklich wie so eine 0,5 Cola-Dose fast schon, nach hinten raus mit den Kabeln natürlich ein bisschen länger. Ja, und ihr bekommt natürlich noch viel mehr Adapter. Camping Blau, ihr habt Adaptermöglichkeiten. Ach, hier habe ich sogar dabei, die sehen so aus, das ist der Camping Blau-Stecker hier, ne? Ja, schon mal gesehen vielleicht. Und dann habt ihr zum Beispiel auch den Typ 2 hier, damit ihr tatsächlich irgendwie auch in der Öffentlichkeit laden können. Und man mag es nicht glauben, ich habe ja den Taycan und musste letztens erschreckend feststellen, dass Porsche kein normales Typ 2 Ladekabel beipackt. In dem Moment war ich echt
happy drüber, dass ich den Juice Booster im Auto hatte und dann trotzdem laden konnte. Also man mag es kaum glauben, aber ich habe den tatsächlich schon häufiger benutzt als ich den Schuko oder den CEE. So, ja, dann noch eine Besonderheit von Juice. Achso, das wollte ich eingangs noch erwähnen. Wenn man jetzt an Typ 2 hängt in der Öffentlichkeit und diese Kupplung einfach so aufziehen kann, dann denkt man sich auch, ha, das ist jetzt ja nicht diebstahlsicher, oder? Ja, aber die Schweizer, die sind ja nicht dumm, ne? Ist ein cleveres Völkchen. Die haben sich da was ausgedacht. Und zwar gibt es dann hier ein Zahlenschloss. Das legt ihr dann hier drum. So. Und jetzt in diesem Moment kann ich die Kupplung nicht mehr verschieben. Das heißt, damit kann ich die Kupplung nicht lösen. Und das Ding ist diebstahlsicher. Ist normaler dreifacher Zahlencode hier. Aber es ist simpel. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Ja, das dazu zur Diebstahlsicherung. Euch wollte ich eigentlich nur zeigen, was gibt's denn hier noch? Und da legt Juice solch zwei Karten dabei. So, und jetzt ist von euch natürlich die Frage, was willst du denn mit so einer Karte? Das sind RFID-Karten. Der hat einen RFID-Scanner hier oben drin, also neben Bluetooth und WLAN und so weiter, habe ich ja erwähnt, hat er einen RFID-Scanner. Und jetzt fragt man sich, warum? Ja, ihr könnt den Juice Booster tatsächlich halt auch zu Hause als Lademöglichkeit nutzen. Und was ganz interessant ist, die Dinger haben sogar ein integriertes Lastmanagement. Ihr könnt bis zu 10 Juice Booster euch anschließen, in einer Tiefgarage zum Beispiel jetzt hier irgendwie oder wo auch immer. Und die kommunizieren untereinander dann und dementsprechend verteilt sich dann die Last auf die einzelnen verfügbare Last natürlich auf die einzelnen Juice Booster und dementsprechend habt ihr tatsächlich überhaupt keine Sorge, wie ihr das machen könnt, falls da, was ich, 5-6 E-Autos dranhängen. Das macht alles der Juice Booster. Damit jetzt aber nicht der eine oder andere mal eben so einen Juice Booster nehmen kann und sein Auto dranhängt, um zu laden, habt ihr diese RFID-Karte, swipet die halt über den Stecker rüber und in dem Moment wird erst die Ladung freigegeben. Das heißt, das Ding kann erst genutzt werden, wenn ihr das Ganze freigeschaltet habt mit einer RFID-Karte. So, das dazu zum Inhalt. Ja, eine Packung gibt es auch. Spannend. Nicht wirklich Bilder drauf. Da ist ein kleiner Print drauf. Sonst ist hier, ja, ihr hört es ja drin ein bisschen poltern. Aber so wie das drin ist, nicht. Das ist noch hier so ein, ne? Der Adapter für den Schuko-Stecker. So, und dann war da die ganze Tasche drin. Wenig spektakulär, aber läuft. So. Quick Start Guide. Das heißt, wie verwende ich überhaupt so einen Juice Booster? Und hier seht ihr nochmal die Auflistung aller Adapter, die es hier so gibt. Nein, das lese ich jetzt nicht alles vor. Also es sind viele, viele, viele Adapter. So, ansonsten steht hier nochmal drin, wie das Zahlenschloss verwendet wird oder wie ihr zum Beispiel hier auch den Halter nutzt oder so, den ihr dann montieren könnt, damit ihr das zum Beispiel zu Hause in der Garage aufhängen könnt. Hinten mal eben, wie das Thema Kupplung hier funktioniert oder in welcher Reihenfolge man am besten das anschließt. Also erst an den Strom und dann ans Auto. Ne? Wem das Kabel übrigens von der Länge nicht reicht, und ich sage euch das mal eben, also das Kabel ist lang. Der kann tatsächlich bei Juice ein Verlängerungskabel bestellen und dann wird es noch länger. Und das geht dann auch über 10 Meter. Warum man auch immer 10 Meter Ladekabel dann braucht. Aber dementsprechend, also da haben die sich schon was überlegt und da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab. Ja, es ist sehr preisintensiv, aber, und jetzt mal wirklich ganz im Ernst, das ist die Anleitung. Und Juice macht es sich natürlich wie andere Hersteller einfach, ne? User Manual, man klickt hier, man geht hier rauf und man hat auf Seite 6 die Bedienungsanleitung, dann hat man ungefähr 370 Seiten, aber in allen Sprachen, das heißt nur Deutsch
fängt auf Seite 6 an und geht bis Seite 20. Das sind dann also 14 Seiten. Da stehen halt so Sachen drin, wie man hier zum Beispiel nochmal die Kupplung benutzt oder so, wie man das Bedienfeld am Ladegerät selber, wir reden ja vom Ladegerät hier, verwendet. Phasen, achso, er kann natürlich ein- oder dreiphasig, habe ich vergessen zu erwähnen, zeigt er dann an, ob er jetzt gerade mit drei oder mit einer Phase läuft. Ne? Ja, dann, ob er jetzt gerade verbunden ist mit dem Handy zum Beispiel oder mit dem WLAN und alles, das zeigt er hier alles an, die Verbindung, ne? Link zeigt die aktiven Funkschnittstellen an, ja, und zeigt natürlich auch an, wenn es irgendwelche Fehler gibt. So, RFID-Freischaltung und so weiter habe ich erzählt, dann habt ihr den Standardmodus, den Frankreich-Modus und den Norwegen-Modus, ne? Habe ich auch erwähnt. Und hinten habt ihr dann noch ein paar Fehlermeldungen, die Anzeige der LED dann, ne? Zum Beispiel hier habt ihr Booster Car, Socket, No Earth, Wiring, Overload, Hot und was weiß ich. Und RCD gibt es natürlich auch. Er hat natürlich einen integrierten FI-Schutzschalter. Ist aber eigentlich schon fast schon selbstständig, selbstredend und selbstverständlich, wollte ich sagen. Insofern müssen wir da nicht wirklich drüber nachdenken. Ihr könnt den nutzen von minus 30 bis plus 50 Grad, wer auch immer und warum auch das immer gemacht wird. Wie gesagt, 700 Gramm wiegt das Ding. So, meine Lieben, und bevor es jetzt hier zu Missverständnissen kommt, das Gerät selber, damit meine ich dieses kleine Teil, was so ein bisschen aussieht wie eine Cola-Dose. Das wiegt 700 Gramm. Das Ganze, der ganze Juice Booster 3R, der wiegt natürlich im Kontext mit Kabeln ohne netzseitigen Adapter 1,7 Kilo. Aber ich denke immer noch, das lässt sich gut vertreten. Also da hebt sich keiner einen Bruch, oder? Und ja, wasserfest habe ich gesagt, IP67. Haben wir hier noch was Spannendes. Bluetooth, Wi-Fi habe ich auch schon erwähnt. Aluminium ist das übrigens, steht hier drin. Habe ich auch nochmal geguckt. Und die Energiemessung hat eine Genauigkeit von 5%. So, Kabellänge total. Im Standardmodus jetzt hier sind es ungefähr 5 Meter, also von Stecker zu Stecker. Und ja, das ist die Anleitung vom Juice Booster in ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Sprachen. Wir zählen sie mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Sprachen. 26 Sprachen in dieser Anleitung. Ja, ihr seht das, das ist jetzt nicht besonders dick oder so. So machen es die Schweizer. Und warum habe ich euch das jetzt hier gerade so erwähnt? Ja, ihr wisst, ich fahre einen Taycan. Und Porsche hat das sogenannte ICCPD, so heißt das, auf den Markt gebracht. Und das ist auch ein Universalladegerät. Und dieses Universalladegerät kostet im freien Verkauf bei Porsche auch um die 1000 Euro. Der ID Charger Travel, den gibt es baugleich, da steht dann halt VW drauf. Der wiederum kostet dann um die 800 Euro. Es gibt auch diverse Adapter tatsächlich dafür. Kostet um die 80 Euro. Bei Juice jetzt offizieller Verkaufspreis für einen solchen Adapter, wie zum Beispiel jetzt hier der Camping Blaue, sind 94 Euro. Ihr kennt das Spiel. Ihr könnt natürlich sonst wo günstiger kaufen und auch die 1500 Euro geht mal zum Beispiel beim Mobility House gucken und so weiter, da sind die günstiger oder auch Store and Charge. Ich bin mir sicher, der Dennis macht einen guten Preis. Warum erwähne ich jetzt aber diesen Porsche Charger? So, also, ich habe ihn mal mitgebracht. Der Porsche Charger hat eine Länge von 31,5, hat eine Breite von 10,5 und eine Höhe von 7,5 cm. Ich lege das mal eben daneben. So. Das ist also deutsche Ingenieurskunst. Das machen die Schweizer. Jetzt habe ich eingangs erwähnt, dass der Porsche Adapter hier natürlich auch hier zum Beispiel auch der CEE-Anschluss, ne? Das hier ist übrigens ein CEE32 tatsächlich, ja? Also das ist der große, der kann dann halt tatsächlich 22 kW in der Theorie, in der Praxis, aber tatsächlich
kann das Gerät auch nur 16 Ampere, insofern 11 kW. Übrigens beide nicht intelligent, nicht mit PV kombinierbar und so weiter. Also, dass ihr eine PV-Überschussladung machen könnt und so mit den beiden Geräten, geht nicht. Das Thema Intelligenz, und da geht es Juice Booster genau wie bei den Menschen, ist eine Definition. Natürlich hat er eine gewisse Intelligenz, wenn man jetzt berücksichtigt, dass er zum Beispiel eine App hat, womit er auch viele Daten sammelt und so weiter und damit auch anderen Ladegeräten deutlich überlegen ist. Aber er hat zum Beispiel nicht eine intelligente Smart-Funktion zum Integrieren einer PV-Anlage zum Thema Überschussladen oder so weiter. Ne? Also das nochmal ganz klar dargestellt, nicht, dass es hier heißt, ich verunglimpfe irgendjemanden. So, 11 kW maximale Ladeleistung bei beiden Geräten, auch wenn jetzt hier ein CEE 32 anstelle eines CEE 16 dran ist. Bringt aber gar nichts, dass es ein 32er ist, weil, wie gesagt, der Porsche Lader kann keine 22 kW, der kann nur 11 kW. So, Oberfläche hier hat auch Möglichkeiten zur Bedienung. Und ihr könnt über eine komplexe Bedienlogik hier auch tatsächlich die Erdung ausschalten für den angesprochenen Fall des Norwegen-Urlaubes. Die Reduzierung des Ladestroms geht auch. Es geht 100% oder 50%. Thema aus. So, ich habe in der ganzen Anleitung nichts gefunden zum Thema wasserfest. IP67. Und warum erwähne ich das immer wieder? Man stelle sich vor, man lädt sein Elektroauto irgendwo im Hafengebiet und so weiter, keine Ahnung. Und es kommt jetzt ein wirklicher Schauer runter. Und plötzlich liegt so ein Lader, weil, wie gesagt, das Kabel hier, seht ihr, das hängt nicht unbedingt in der Luft, das kann am Boden liegen oder so. Plötzlich liegt das Ding im Wasser. Dann ist natürlich hier die Frage, was passiert? Im Zweifel schaltet er ab, weil natürlich hier auch ein integrierter FI drin ist und so weiter. Der Juice Booster macht weiter, weil der ist wasserfest. So. Deswegen erwähne ich das Ganze. Und jetzt drehen wir das Ganze wieder auf den Rücken. Jetzt nochmal eben für euch die Schnellkupplung hier. Oh Gott, jetzt kaputt man hier. So, die Schnellkupplung zurückziehen, auseinanderziehen. Das war's. Ne? Klick, fertig. 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 Die Schweizer. Jetzt kommen die Deutschen. Ihr müsst hier diese Klappe anheben. Dann müsst ihr den Stecker rausziehen. Dann müsst ihr die Klappe runter machen und dann könnt ihr ihn rausziehen. Nochmal andersrum. Klappe nach oben. Jetzt, ich will den Stecker wechseln. Klappe muss ganz nach oben sein. Man schiebt ihn rein, den Stecker hier, bis man einen so, nicht mehr weitergeht. Also, irgendwas spürt, also man spürt das wirklich. Also, ihr hört das doch. Jetzt muss ich die Klappe runterdrücken und dann kann ich ihn ganz verriegeln. Also, selbst das ist mir jetzt schwer nicht gelungen. So, jetzt und jetzt so. Nochmal. Klappe ein bisschen öffnen, Stecker rausziehen, Klappe ganz nach unten und dann geht's raus. Nochmal, ne? Klappe runter, rein, Klappe hoch und ganz da unten. Thema Diebstahlsicherung. Ja, hat er. Hier oben. Ups. Sieht man das? Da? Na? Na? Hier? Ich hoffe, Fokus. Da seht ihr so ein Loch. Da soll man eine Schraube reindrehen. Schraube. Weil natürlich jeder versierte Elektroautofahrer immer seine Schraube dabei hat und ich habe sie jetzt nirgendwo gefunden. Hier ist noch so ein kleines Zugangsding dabei hier mit Zugangsdaten, damit ich mich hiermit auch verbinden kann. Kommen wir gleich zu. Hier ist aber keine Schraube drin. Ich muss unten nochmal vielleicht in den ganzen Tüten gucken. Da ist noch so ein Wallmount dran, damit man das Ding auch an die Wand bringen kann. Ja, aber ich habe bisher keine Schraube gefunden. Übrigens hier hinten drauf, ich gucke gerade hier, auch hier steht nichts mit einer irgendeinen, da, IP55 hat er. IP55. Das heißt, Regenwasser ist natürlich möglich, aber das Ding sollte nicht unter Wasser. Also IP55. Und dann kommen wir zur Anleitung.
1194 Seiten. Und frag mich nicht, das ist hier gelb, hier ist es weiß, der hat überall hier oben so einen gelben Rand. Warum auch immer er den gelben Rand hat, weil die Sprache unterscheiden kann man damit nicht. Ich zähle mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ja, es sind ein paar mehr Sprachen. Aber es sind jetzt nicht 30 Sprachen mehr, die hier übersetzt wurden. Und hier haben wir von Seite 6 bis Seite 20 gehabt, also 14 Seiten, in der der Charger erklärt wird. Hier hat man von Seite 2 geht's Deutsch los und auf Seite 39, nach 37 Seiten, kommt dann Englisch. Hier steht natürlich auch alles drin. Und hier steht auch drin, dass das Ding von minus 30 bis plus 50 Grad betrieben werden kann, dass es einen Schutzleiter hat, dass man gewisse Dinge nicht machen sollte und so weiter. Also kein Reiseadapter verwenden, keine Mehrfachsteckdosen und so weiter. You know the game. Ich habe eingangs die App erwähnt bei Juice für Android, für iOS und tatsächlich auch als Web-App, Web-Applikation. Der Travel Charger oder jetzt hier der offiziell Porsche Mobile Charger Plus, der hat tatsächlich nur eine Web-Applikation und da muss man sagen, man braucht zu WLAN, weil Bluetooth und so weiter hat er nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer hat denn schon in seiner Garage jetzt WLAN? Also nur die, die direkt am Haus sind. Ich habe jetzt unten in der Tiefgarage bestimmt kein WLAN mehr von mir hier oben. Also insofern habe ich mir überhaupt noch keine Gedanken darüber gemacht, wie ich das Ding in Betrieb nehmen soll oder nicht. Ihr könnt, wie gesagt, auch von außen drücken und so weiter. Ist dann hier auch alles erklärt, wie das geht. Und er hat auch seine Kontrollanschlüsse über Energiemanager und so weiter. Also ja, und wie man das Ding an der Wand baut hier und hat dann natürlich hier auch die verschiedenen Stecker. Es gibt tatsächlich auch einige Stecker. Es sind nicht so viele wie bei Juice, also keine 30. Und es gibt tatsächlich eine eigene Seite, deswegen kann ich das, wie man den Stecker hier wechselt. Ja, also das dazu. Ich wollte euch das nur mal eben so als Vergleich zeigen, ne? Weil jeder mal sagte, okay, Juice, die sind so teuer und so weiter. Aber es ist halt schon einiges dazwischen. Ne? Hier das Thema Erdungsüberwachung. Wie ändere ich hier die Erdung? Ich habe es hier beim Juice gesagt, ich drücke den Juice-Knopf 3 Sekunden und schalte die Modi durch. Hier ist es so, wenn Erdungsüberwachung, wenn er jetzt sich gemeldet hat, ja, wie gehe ich vor? Die Taste Ladestatus leuchtet rot, klar, keine Erde. So, gleichzeitig die Tasten Ladestatus und Multifunktionstaste drücken und gedrückt halten. Kontrollleuchte Ladegerät blinkt währenddessen weiß. Sobald die Kontrollleuchte Ladegerät nicht mehr blinkt, beide Tasten loslassen. Nach 2 Sekunden, in Klammern, die Zeit zählt hoch, sobald das Blinken beendet ist, beide Tasten wieder gleichzeitig drücken und für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten. Die Erdungsüberwachung ist deaktiviert, wenn die Kontrollleuchte Hausanschluss und Kontrollleuchte Fahrzeug gelb leuchten. Im Ladebetrieb pulsiert zusätzlich die Taste Ladestation grün. Die Deaktivierung bleibt auch für die folgenden Ladevorgänge bestehen. Ja, kann man so machen. Ist halt ja einfacher. Einphasig, dreiphasig können sie beide. Also der macht hier zum Beispiel 7,2 kW, wenn er über 32 Ampere angeschlossen ist, einphasig. Und dreiphasig 11 kW. Die Anleitung ist halt dick. Und das Gerät ist gar nicht so viel billiger. Ja, jetzt kann man den ID Charger Travel nochmal günstiger erwerben. Aber wie gesagt, den Juice Booster, den kriegt ihr halt auch günstig. Und ich wollte euch einfach nochmal zeigen, wo halt tatsächlich
so ein bisschen Technologieunterschiede sind, wenn das eine ein Autohersteller selber beauftragt und der kommt tatsächlich von Porsche selber. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass Porsche jetzt gesagt hat, okay, wir lassen das Ding fremd bauen, sondern ich weiß aus ziemlicher genauen Quelle, dass dieses Kabel auch, ne? Das ist wirklich, ey, da müssen wir drüber reden. Ne? Also der hat natürlich auch nicht hier irgendwelche Stecker und so weiter oder Kontakte, meine ich, Stecker. Womit ich jetzt hier zum Beispiel irgendwie den Ladestrom nochmal ändern kann. Und das Kabel hier, das ist richtig dick. Das ist richtig, richtig dick. Auf jeden Fall hat Porsche das Ding selber entwickelt. So, und wenn man jetzt einen Experten nimmt, jemand, der es schon länger macht, dann entsteht halt sowas hier, ja? Dann entsteht so ein Ladegerät. Und das Kabel ist hier deutlich flexibler, also das ist wirklich nicht so dick. Also ihr seht das, ne? Guckt euch das mal an hier. Also, boah, das machen wir mal anders. Ich mach das mal eben aus, jetzt wieder, so, rausziehen, runter, ganz raus. Jetzt nehmen wir den ja mal meinen Zeiger. So, und wir nehmen uns mal den Adapter hier. So, und jetzt guckt euch mal die Kabel durchgängig an. Also, so ist das beim Juice Booster. So ist er bei Porsche. Ja, ja. Guck dir mal die Kabel an. Junge. Ja. Übrigens, was natürlich auch so ein Porsche-Lader nicht hat, der hat einen Schuko-Stecker hier. Ja, da, so. Für den Charger hier. Aber auch der hat natürlich keine Temperaturüberwachung hier oder so, ne? Das ist ein ganz normaler Stecker und der überwacht eben nicht mal eben, ob eure Steckdose vielleicht falsch verdrahtet, verkabelt ist, ob die Leistung gar nicht abruft. Ja, automatisch startet er immer bei 50% Leistung. Ihr könnt es aber halt auf 100% Leistung stellen. Also der verhindert das nicht. Und dann zieht er halt mit maximaler Kraft aus der kleinen Schuko-Steckdose. Das sollte man wirklich auch nur im Notfall machen. Aber das sind dann 2,5 kW halt Maximum. Ne? Also ja, realistisch 2,3. Und bei je wärmer das Ding wird, desto höher ist da halt auch der Verlust. Ne? Übrigens hier auch nochmal das Loch für die Mahnschraube. Da seht ihr es nochmal da vielleicht. Ne? Ja, Licht ist natürlich schlecht, aber da seht ihr es. Und ja, ansonsten, das Kabel übrigens deutlich dünner, wie ihr gerade seht, ne? Also das ist deutlich dünner hier. Die haben es tatsächlich wirklich hier auf die 32 kW ausgelegt, von der Dicke des Kabels. Aber auch das Kabel, was hier ins Auto geht, ist richtig proper gegenüber des Kabels hier vom Juice Booster. Alter, ich habe hier auch ein Chaos, Jungs. Die ganzen Adapter und so weiter, ihr seht das, ne? Da ist er. So, ihr seht, das, was wirklich ins Auto geht, das ist trotzdem recht dünn, recht schmal hier gegenüber dem, was so ein Porsche-Kabel hat hier. Also gut, also, ich wollte euch da nur mal eben zeigen, bevor ich hier die ganze Bude auseinanderreiße, warum ein Juice Booster ein geniales Gerät ist, was ihn auszeichnet und was ein Unterschied ist zum Beispiel zu einer deutschen Ingenieurskunst hier, wo alles so ein bisschen wirkt wie overengineert und wir müssen irgendwas anders machen, denn vom Prinzip her, allein das mit der Kupplung, ist das hier schon ziemlich einfach, ziemlich cool und wenn ihr mich fragt, zu Recht eines der meistverkauften mobilen Lader auf dem deutschen Markt und da man jetzt ja keine Förderung mehr bekommt, ist natürlich der Markt für so ein portables Ladegerät wieder da. Ich sage dann immer, baut euch ans Haus irgendwie so eine rote CEE 16 oder auch eine rote CEE 32. Holt euch so ein mobiles Ladegerät, weil dann braucht ihr im Prinzip nur noch ein Ladegerät. Das Ding nehmt ihr dann mit oder nutzt es zu Hause. Whatever. Ihr könnt aber eine Tasche packen und braucht nicht irgendwie eine Wallbox zu Hause, ein Typ 2 Kabel für unterwegs und wenn ihr ins Ausland fahrt, nochmal ein Ladegerät, der ohne Erdung klarkommt oder irgendwas mit Campingblau oder mit den roten CEEs kann und so weiter. Nee, da bin ich ganz großer Fan hier von einer solchen Lösung, gerade für die Menschen unter euch, die viel reisen. Soll es gewesen sein an der Stelle, viel geredet, halbe Stunde, wollte ich gar nicht, aber so kommt es manchmal. In diesem Sinne, ich bin raus, macht euch noch einen schönen Tag und
Bis bald. Ciao.